bei aromil.com. Ich möchte mit euch heute Lachs mit einer Cornflakes-Kruste zubereiten. Und wir brauchen dafür Lachsfilet, Olivenöl, Cornflakes, Salz, Pfeffer, Knoblauch, Thymian, Petersilie, Schnittlauch und etwas Mehl zum Wenden. Ich bereite meinen Lachs vor und beträufle ihn einmal mit Zitronensaft. Kommt Salz drauf. Und jetzt wende ich ihn und bestreue noch die Rückseite mit etwas Mehl. Und ich habe schon Olivenöl in meiner Pfanne erwärmt und werde den Lachs jetzt langsam mit der bemehlten Seite zuerst die Pfanne einlegen und braten. Während mein Fisch langsam brät, bereite ich die Kräuterkruste vor, den Olivenöl zum Cornflakes. Ich habe auch schon einen Knopf dazu gegeben und dann die grob gehackten Kräuter, Pfeffer und Salz. Und das werde ich jetzt einmal durchmischen. Unsere Cornflakes-Knuspe ist jetzt schön knusprig gebacken und der Fisch wird gleich heiß serviert. Das genaue Rezept und die genaue Anleitung gibt es wie immer unter www.euromil.com.